Sieht nicht gut aus. So, Schreibblockade überwinden. Wenn Sims zu lange schreiben, können sie unter einer Schreibblockade leiden. Sollte dies passieren, sorge für Entspannung, indem du deinen Sim baden oder etwas Lustiges tun lässt. Die hat doch gerade gebadet. Bringt nur nichts. Zwei Bücher schreiben. Bestseller-Autorin? Ich weiß nicht, wann ich das gewählt habe. Neues Bestreben wählen? Belohnungen-Store. Okay. Leitende Tellerwäscherin. Och, wo kommt denn dieses Tutorial her? Mal sehen. Level 2 der Mixen-Fähigkeit erreichen. Klicke auf die Bar und wähle Getränke zubereiten oder an Bar arbeiten oder lies ein Fähigkeitenbuch über das Mixen, um die Mixen-Fähigkeit zu verbessern. Fähigkeitenbücher können direkt im Bücherregal oder über die Bücherkaufen-Interaktion erworben werden. Eine Bestellung. Bücher kaufen. So, mal sehen. Am Ende des Gehwegs. Scroll. Nein, hier. Fähigkeit. Scroll, Comedy. Comedy, kochen. Malen, mixen, Band 1. Kaufen wir einmal. Zack. Sop. So, findest du das von Melody gekaufte Buch in ihrem Inventar? Geschicklichkeit Band 1? Teil? Witze schreiben funktioniert nicht. Baden, weil angespannt ist. Ja. Vor allem Schreibblockade überwinden. Ja, ist klar. Sehr angespannt. Was wegen Merkmal sprunghaft? Abwechslung? Ja, wir könnten sie ja den Job kündigen lassen und einen neuen Job. Hallo? Sims Forever spielen. Schleichwerbung. Ja, warum gehst du denn nicht auf den Pott? Hier, ab mit dir. Wer muss, der muss. Sagt man so schön. So. Hat die Mixenfähigkeit erworben. So, das heißt im Endeffekt, zwei Bücher schreiben? Nein, beruflich. Ach, Schnauze. Na, halt die Klappe. So. Oh, Schnauze! Ja, ich kenne die Bestrebenleiste. Ich habe sie doch gerade angeklickt. Mensch, da musst du mich nicht darauf hinweisen. So, oh, guck mal, da Bestrebenleiste. Hm, ja, da. Oh, und jetzt mache ich noch ein Pop-up, dass du nicht übergehen. Echt jetzt mal. Was ist denn das bitte ehrlich, ich habe noch nie so aufdringliche Tutorials gesehen. Das ist quasi... Weiß nicht, das ist ein Macho-Tutorial aus der Disco, was zu viel gesoffen hat und jede Bitch angräbt, die an der Bar rumhängt und aussieht, als hätte sie keinen Stecher. Echt jetzt, was ist denn das? Immerhin leitende Tellerwäscherin. Wow. Level 2 der Mixenfähigkeit erreichen. Level 1 von 2 hat sie. Das heißt, Melanie, du musst jetzt leider noch ein bisschen lesen. Ja. Zack, verspielt. An Spiegelgrimassen schneiden. Ja, ist klar. Was du nicht alles willst, Mädel. Ja, so. Okay. Da kommt eine Zitrone oder ist das eine Limone dran an das Glas? Apropos, wollen wir doch auch mal reingucken, was im Buch drin steht? Ja. Da sind ja jetzt nicht sehr viele Bilder drin im Buch, würde ich sagen. Warum läuft das Spiel jetzt mit unterirdischen 13 FPS? Etwa weil hier ein paar Räume zu sehen sind? Kann ja wohl nicht angehen. Jetzt geht's wieder auf, naja, immer noch keine 30 rauf. Ich weiß nicht, warum das Spiel so komisch läuft. Jetzt ist es plötzlich 30 FPS. So, mal ein bisschen anders hinsetzen. So.
Weil langsam, ich nehme ja schon seit einer Stunde 20 auf jetzt mittlerweile. Kommt das nun mir so vor oder wird Annette immer dicker? Ja, sagte ich und sie ließ ordentlich einfahren. Gefahrenbericht. Kelenta muss bis morgen einen ausführlichen Bericht über eine anrollende Gefahr verfassen. Wahrscheinlich ist Annette gemeint, die immer dicker wird. Ist jedoch völlig überbelastet. Ja, weil sie wahrscheinlich Annette rumträgt. Sie kann entweder einen anderen Ermittler heimlich um Hilfe bitten oder die ganze Nacht durcharbeiten, um den Bericht fertig zu bekommen. Was soll sie tun? Sie könnte jetzt natürlich so ehrgeizig sein und die Nacht einfach durchmachen. Ja. So. Als die Sonne aufgeht, schließt Kelenta endlich seinen Bericht ab. Seinen? Ihren wohl. Doch dann bricht sie unter dem Schreibtisch zusammen und verpasst die Präsentationskonferenz. Die Arbeit ist getan, aber nicht beim Meeting zu erscheinen, ist alles andere als förderlich für ihre Karriere. Ach nö, da hätten wir jetzt also doch einen Kollegen um Hilfe fragen müssen. Nee. Sabrina, unwohl. Warum? Hunger. Ist das Stück Pizza, was da noch rumliegt? Ja. Was? Ja. Anais denkt sich auch, tschüss. Anais will schelmisch sein. Mina muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, aber die schläft noch. Na gut, so lang schläft die jetzt nicht mehr, aber wir müssen sie mal wecken. So, ess mal das Stück da. Okay, Melanie, Spaß ist am Steigen. Ups. Diese zwischenzeitlichen Ruckelorgien sind schon etwas... Melanie? Nein. Schön das Buch lesen. Komm schon. Schön weiter lesen. Wir wollen den Balken hier doch noch steigern. Du sollst doch beruflich mal ein bisschen was hier. Level 2 der Mixerfähigkeit ist ja wohl nicht, weil Herr Leistung Hossa. Die ist, was? Essen zubereiten. 25% erledigt. Gut, da hinsetzen und weiterlesen. Jetzt ist sie glücklich. Was möchte sie? Jemanden umarmen. Kennenlernen, Klopf-Klopf-Witzen? Klopf-Klopf-Witzen. Genau, Annette, du kannst ja mal zu uns hingehen. Können wir auch mit dir reden. Oder auch nicht. So. Mal schauen, Mina. Hygiene. Du nimmst eine dampfende Dusche. Jana muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Mal sehen, was brauchst du denn noch? Level 2 der Programmierenfähigkeit und 4 Stunden Programmieren üben. Okay, das müssen wir dann später machen. Jana muss 3 Stunden Schreiben üben. Schriftstellerassistentin. Wie geht's ihr sonst so? Hunger hat sie, aber sie holt sich ja schon was. Mina ist zur Arbeit. Okay, die hat jetzt nicht mehr duschen können. Das ist doof. Ja. Jana haut sich mal eben kurz zwischen Tür und Angel eine Pizza rein und... Was machst denn du da, Annette? Kannst ja mal ein bisschen ernten. Die ich echt jetzt. Vor allen Dingen Qualität gut. 4 übrig. Mhm. Ja, super. Wir werden die Pizza einfach nicht mehr los. Immerhin fängt sie nicht an zu stinken. Okay, so. Hopp. Und hopp. Und hopp. Okay, 10 Pflanzen jäten oder bewässern. Erledigt. 10 mal etwas pflanzen. Das heißt, gucken wir mal in ihr Inventar. Löwenmäulchen. Nein. Huch, warum können wir denn da nichts platzieren? So, mal sehen. Machen wir hier doch einfach nochmal eine zweite Reihe. Boah, jetzt steht doch nicht im Weg rum.
Ahana Wixona Zarspa. Penthip Vabri. Alter. Wixona Zarspa. Usened Pandole. Serefi Pardus Kizna. Was ist denn das? Griha Brivi. Brinka Shalbo. Spobani. Jessene. Irgendwie, ja. Pflanzen. Irgendwie hat das jetzt gerade nicht so geklappt, wie ich das geplant habe. Ja, wir müssen jetzt 10-mal was pflanzen, aber ich kann ja jetzt nicht 10-mal hier irgendwas hinlegen. So, 1 von 10. Warum? Durchgestrichen, warum? Klicke, um Stapel zu öffnen. Okay, müssen wir jetzt jeden einzelnen aus dem Stapel da rausholen? Mhm, genau. Das sage ich auch immer, wenn ich hier... Boah. Das ist ja echt so eine Fleißarbeit hier, was ich hier gerade mache. Ja, genau, Melanie. Geh mal dahin, wo man dich sieht. Wo du im Weg stehst. Boah. Annette ist hier noch ein bisschen beschäftigt. So. Das wird irgendwann mal ein Irrgarten, wenn es ausgewachsen ist. Ein sehr überschaubarer Irrgarten. Boah. Alter, da kriege ich ja beim Zugucken schon Probleme. So, 8 von 10 mal gepflanzt. So, mal sehen, was jetzt passiert. 9 von 10 mal gepflanzt. Eine noch, Annette. Komm schon. Nein. Pflanzen. Keine Müdigkeit vorschützen. Na, dann pflanzt die da. Geh doch mal dahin. Sag mal, was ist denn mit dir los? Oh, ich kann den Weg nicht finden. Kannst du mal dahin gehen? Ehrlich? Kannst du jetzt da irgendwo hingehen? Hallo? Sag mal, was ist denn... Wie toll, jetzt habe ich Annette da eingebaut, oder was ist los? Kann ich das im Baumodus verschieben? Also, was hat die denn jetzt gemacht? Das kann ja wohl nicht angehen. Ja, da ist Wasser. Mm, ja, super. Nur da ist unbetretbares, unzerstörbares Wasser im Weg. Da kann ich nicht längs. So, also, Moment. Das kommt dann dahin? Gucken wir mal. Kann sie da jetzt vorbei? Nein, kann sie auch nicht. Sag mal, was ist denn das? Was ist denn das für ein mieses Navigationsding hier? Jetzt kann sie da hingehen. Aufwischen geht nicht. Was? Nur ein überordentlicher Freak würde versuchen, eine Pfütze auf natürlichem Boden aufzuwischen. Kannst du das pflanzen? Das geht. Okay, gut, dann machen wir die Hecke hier an der Wand. Das heißt, nehmen wir den, tun den dahin. Den tun wir dahin. Den tun wir dahin. Den dann, na, komm schon, dahin. Ja, da müssen wir warten, bis das Wasser weg ist. Oder kann ich das Wasser im Baumodus auch bewegen? Nö, kann ich nicht. Meilenstein erreicht. Annette hat Spaziergängerin im Bestreben von, konnte ich leider nicht lesen. So, mal sehen. Freiberufliche Botanikerin. Level 5 der Gartenfähigkeit erreichen. 10 verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. 20 verschiedene Pflanzen abernten. Oh, na toll. Da habe ich hier doch schon... Kann ja wohl nicht angehen. Da habe ich die doch schon geerntet alle. Und was ist? Ja, das zählt nicht. Das musst du erst machen, wenn du die den Level erreicht hast, wo du das machen darfst. Oh, Kimbaya. Ehrlich jetzt? Kann Anais das aufwischen?
planschen. Okay. Annette denkt sich auch, na, dieses Spielkind. Ja, nee, ist klar. Das ist... Okay. Plop, plop. Ah, da hinten wächst was. Und, unwohl. Pullern. Puller-Alarm! Wer hat denn das schon wieder kaputt gemacht? Melanie, wolltest du jetzt etwa schon wieder auf der Couch pennen? Sag mal. Was macht Anais da eigentlich? Was, zusammen hier hingehen? So, gehen wir da rüber. Ich will mal wissen... Kann sie das jetzt wegwerfen? Na? Okay. Dun, 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 dun. Bäh. Sie kann es nicht wegwerfen. So, Teile plündern. Anais hat Hunger. Das heißt... Was gibt's da noch drin? Tuning-Teile. Das heißt, Melanie wird das mal eben wegwerfen. Ja, beschwer dich doch nicht über die Unordnung. Werf es weg. Was ist denn daran so schwer? Und Kilenta, er hat 252 Simoleons nach Hause mitgebracht. So, was können wir dir denn? Energie. Ja. Dann mach halt ein Nickerchen, Mädel. Ja, das mit Kochen müssen wir auch noch. Unwohl, Blase. Was macht ein Kelenta da? Estefania, meine ich. Ei fortsetzen. Bei wem klingelt jetzt das Telefon? Da, war nice. Nadine Förster. Ja, klar. Komm vorbei, Alte. Irgendwie ist das die Einzige, die hier uns besuchen will. Da oben ist sie gerade gespawnt. So, Melanie schläft. Annette will höheren Level der Kochfähigkeit erreichen. Sie bewässert noch. Ja, das Bewässern müssen wir jetzt mal abbrechen, weil du dringendst pullern musst. Anais, könntest du vielleicht mal deinen Besuch hereinbitten? Was? Nö, die kommt sowieso rein. Was soll eigentlich dieses komische durchgestrichene Symbol da? So, Rührei essen. Estefania und Dings kennen sich noch nicht. Warum habe ich da die ganze Zeit dieses durchgestrichene Symbol? Irgendwie spinnt Sims 4 schon wieder. So, Annette ist traurig. Das heißt, sie möchte Gitarre spielen. Mal sehen. Lied spielen. Blues. Was für ein Tag. So wunderschön wie heute. Nein. Das definitiv nicht. Das wird sie definitiv nicht spielen. Pling. So. Spaß geht nach oben, Hunger geht nach unten. Okay. Ja, das ist Blues.